Die Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie ist zum einen in Bietigheim mit der plastischen Chirurgie und zum anderen mit der Handchirurgie an der Orthopädischen Klinik in Markgröningen vertreten. Hier an der Orthopädischen Klinik behandeln wir Erkrankungen und traumatische Verletzungen der Hand, ob im Kindesalter oder im fortgeschrittenen Alter. Wir bieten grundsätzlich das gesamte Behandlungsspektrum an, von den Unfallverletzungen bis zu den chronischen Erkrankungen. Die Techniken, die hierzu eingesetzt werden, sind die Techniken, die theoretisch auch an großen Gelenken und Organen durchgeführt werden. Eine dieser Techniken ist die Arthroskopie des Handgelenkes. Die findet statt als minimalinvasive Technik, indem wir dort wie in einer Nussschale versuchen, arthroskopisch, das heißt mit einer Kamera, hineinzuschauen und zu verstehen, wie funktioniert dieses Gelenk und welche Diagnose können wir stellen und was können wir dann reparieren. Und hier sind wir hochspezialisiert unterwegs, um ganz besonders hohe Versorgungsqualität zu garantieren. Trotz der großen Zahl der Patienten, die wir hier erfolgreich behandeln können, liegt es uns sehr am Herzen, einen individuellen Behandlungsplan für jeden Patienten zu erstellen. Nicht immer ist eine Operation das erste Mittel der Wahl, ganz im Gegenteil. Auch hier ist die konservative Therapie eben ein wichtiger Baustein. Wir haben hier die Physiotherapie und die Ergotherapie ganz nah an uns gebunden und die Handtherapeuten, die mit uns gemeinsam arbeiten, zum einen mit speziellen Trainingsmethoden, zum anderen mit den speziellen Schienen, die wir bauen können. Das Zusammenspiel eben von der konservativen Therapie, Ergotherapie und Physiotherapie und der chirurgischen Expertise macht dann letztendlich den Erfolg aus. Unsere Abteilung steht für einen unermüdlichen Einsatz, um die wunderbare Funktion der Hände unserer Patienten bestmöglich herzustellen. Und das tun wir 24 Stunden am Tag und das ganze Jahr hindurch.